Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, freue mich natürlich, dass ihr am Start seid und zwar heute, ja, Fizz wurde verändert, ja, ich finde es nicht so richtig geil, glaube ich, aber glauben ist nicht wissen und deswegen testen wir das Ganze und zwar auf Ledorsch, einem Account, der aktuell in Platin 2 ist. Problem ist, also es gibt einige Probleme, das erste Problem ist hier, Yasuo. Ich hätte es gerne in einem Matchup getestet. Gegen den Magier, ein normales Matchup relativ. Ich muss sagen, wahrscheinlich gegen Yasuo ist die neue W sogar besser als die alte. Dennoch muss ich einfach sagen, die W gefällt mir gar nicht, ne? Das bedeutet, wir machen ja jetzt, für alle, die es nicht mitbekommen haben, nicht mehr dieses empowerte W, dass wir die Blutung drauf machen und dann zerstirbt der Gegner. Sondern es ist eher der Fall, dass wir... Na, ich muss mal gucken, gegen Yasuo wird super eckig, hat auch Ignite mit. Also, es ist eher der Fall... dass wir einmal Damage machen, ein bisschen mehr als damals, und danach für unsere Auto-Attacks mehr Damage machen. Ja, ist relativ weird. Das heißt, wir machen für 5 Sekunden lang zusätzlich 10 plus 6 magischen Schaden. Ja. Weiß ich nicht ganz, was wir damit anfangen wollen. Wie gesagt, in diesem Matchup ist es vielleicht okay, weil es relativ bruiserlastig ist. Ich spiele mit Teleport, weil, ja, das Early Game von Fizz ist einfach eine komplette Katastrophe. Deswegen nehme ich immer ganz gerne Teleport mit. Wir werden, im Prinzip ist es gegen Yasuo immer so, man muss warten, bis er einen Fehler macht, ja. Der geht irgendwann in den Tower, pusht zu hart und dann werden wir die Möglichkeit ergreifen. Das ist jetzt grob erstmal der Plan. Deswegen finde ich, wie gesagt, auch Teleport eigentlich besser. Ich muss aber gucken, dass ich hier nicht ganz so viel Damage einsammle und vielleicht ein paar Minions kriege. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt seit circa eine Woche nicht mehr gespielt. Das heißt, ich bin super bad. Ist eigentlich nicht die beste Idee, direkt ins Ranked hier zu gehen, aber was soll's, ne? Wir machen das schon. Was soll's. So, wir haben jetzt endlich unsere Q. Traden sollten wir immer noch nicht. Wir können nochmal einen Flaspot reinhauen. Ist ein bisschen awkward, wenn man gleichzeitig volles Mana hat und pottet. Deswegen pushen wir jetzt mal so ein bisschen durch. Allerdings ist ja gerade Action im Fluss. Das ist schlecht. Da hätte ich früher da sein können. Vielleicht kann man da aber noch was machen, aber nee. Okay, das war echt bad. Da hätte ich früher hingehen können. Er hat aber natürlich auch ein bisschen die Push-Gewalt gehabt, muss man dazu sagen. Aber da hätte ich definitiv hingehen können. So, ich denke, wir, eigentlich kann ich noch ein bisschen da bleiben. Wenn ich jetzt meinen Teleport benutze, das Beste wäre, wenn ich meinen Teleport benutze, ihn noch ein bisschen low mache vorher. Ja, den muten wir einfach direkt, ne? Ist passiert, was will man machen? Also da hinten gehe ich bei Fahr nicht mit, ganz ehrlich, ne? Wäre ich da mitgegangen, wäre Yasuo übrigens auch da gewesen, dann wäre die Situation da hinten gar nicht so entstanden. So, wir gehen im Choppen. Dann kommen wir noch relativ zügig wieder zurück. Teleport wird natürlich jetzt auch genervt. Ist die Frage, wie worth das Ganze noch ist. Aber ohne Teleport ist Fizz sein Early Game einfach GG. Ist einfach nur GG. So, Teleport schon mal ranmachen. Gönnen uns einen Dark Seal. Kriegen noch ein paar Minions hier ab. Danke dafür. Zack. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe Fizz seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ne? Also wenn jetzt was nicht klappt, dann heißt es nicht unbedingt, dass Fizz schlecht ist, sondern dass vielleicht ich auch einfach Bälle sauge. Problem ist, aber ich kann ihn auch einfach nicht geil traden. Hält sich in Grenzen. Wir haben jetzt trotzdem einen kleinen Item-Vorteil. Er hat den XP-Vorteil. Ich denke, wir können gleich mal für einen Trade gehen. Das könnte funktionieren. Wir können ja mal schauen, was wir so an Damage machen. Allerdings haben wir natürlich gerade keine Minions. Aber wenn er schön am Turm ist, warum nicht? Na, warum eigentlich nicht? So, jetzt machen wir die W drauf und jetzt haben wir nämlich mehr Auto-Attack-Damage. Was vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Und Auto-Attack Q. Zack. Ja, war also absolut, also war dumm von ihm, muss man ganz klar sagen. War aber auch irgendwie ein bisschen dumm von mir. Dumm von ihm, weil grundsätzlich, ich bin Teleport gegangen, beziehungsweise ich kam wieder auf die Lane zurück, hatte mehr Geld, beziehungsweise mehr Items im Inventar. Also mehr Geld im Inventar hatte ich als er. Ich hatte einen Daxil und einen Flaspot, während er nur sein Doran's Ring hatte, Schwert. Dumm war es auch irgendwie von mir, weil er Ignite hatte. Rein theoretisch hätte ich den Trade nicht so richtig gewinnen können. Aber er ist halt ein Yasuo-Spieler, ne? Das gehen wir mal ein. Deswegen gehen wir auch für ein starkes Early Game. In dem Trade muss man jetzt gerade wirklich sagen, war die W gut. Ne, deswegen ist es jetzt schon ein schwieriges Game zu sehen, weil wir haben hier viele Auto-Attacks gemacht, dies, das. Ne, da war die W echt in Ordnung. Aber normalerweise willst du Gegner, ja, mehr oder weniger so... Ne, an so einem Magier kannst du nicht die ganze Zeit 30 Auto-Attacks drauf machen. Da springst du einmal dran, machst dein Auto-Attack und vielleicht maximal noch einen, aber das war's dann auch. Aber wir schauen uns das Ganze einfach nochmal ein bisschen an, ne? XP-technisch weiß ich nicht, ob er vor mir Level 6 wird, aber
So, wann tradet man gegen Yasuo, wenn er seinen Sturm raus hat? Ich würde gerne die Kanone noch haben, das hat sich aber erledigt. Sturm hat er jetzt raus. Leider habe ich meine Dings nicht getroffen, was ein bisschen RIP ist. Das heißt, immer wenn sein Sturm gerade raus ist, und am besten sein Shield. Aber sein Shield kriege ich halt nicht, weil ich... Oh, wir sind Level 6, Leute. Nevermind! Er ist jetzt auch Level 6. Das ist aber, ich glaube, tradebar. Autotech W. W und W. Schön. Ja. Er hatte natürlich kein Ult. Ohne Ult ist er ein Noob. Schön. Schön, schön, schön. Ja, ist also, ich dafür, dass ich meine Ulti habe, ich halt echt, die muss sitzen. Ich habe aber Ultimate Hunter, Leute. Na, dadurch darf ich sie auch mal ein paar Mal versemmeln. Kappa. So, wir pushen nochmal fix durch eine Wave. Das ist natürlich jetzt wieder der Vorteil. Ich habe vorher manchmal immer die W gemaxt. Und jetzt, was heißt ein Vorteil? Jetzt bist du wirklich... Ja, jetzt macht W-Max halt gar keinen Sinn mehr. Kannst locker alles in die E reinpacken. Ja, bisher ist es ganz okay. Ich spiele übrigens mit Hitzewelle und Überlegenheit. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir nochmal so ein bisschen testen. Das Ding ist, stellt euch einfach mal was anderes vor. Wir nehmen Talon. Was machen wir mit Talon? Wir nehmen so eine Passive. Die macht 300 Schaden in 5 Sekunden, sagen wir einfach mal. Entfernen wir. Und dafür kriegt Talon, wenn er ein Ziel mit seiner Passive, wenn er die Passive quasi auslöst mit 3 Siegeln, bekommt er, Achtung, für die nächsten 5 Sekunden 10 Damage. Naja, sagen wir 40 Damage pro Autotech. 40. Da frage ich mich halt, warum? Auf Talon macht man genauso wenig Autotechs, wie man es auch auf Fizz macht. Und diese Mechanik macht einfach gar keinen Sinn. Oh, das ist aber cool. Ich brauche, das ist, muss ich sagen, ist cool. Ich kann die W die ganze Zeit anlassen und die last hitten. Habe ich das richtig gesehen? Oder war das verbuggt? Müssen wir nochmal testen. Wir können aber ihn engagen. Er macht jetzt einen Sturm und dann geben wir ihm direkt einen fliegenden Holländer mit. Da ist der fliegende Holländer. W direkt anmachen und hinterherlaufen Autotech. Ja, wir können jetzt nochmal... So machen. Autotech Q. Ne, also, ja. Vielleicht sollte ich wieder Fist-Main werden. Ist ja free. Einfach free. Der Yasuo ist halt... Na, I don't know, man. Lading 2 Yasuo. Take this. So, wir sind gut dabei. Love this game so much. 0-3! Bro! Bro, I'm huge. Just... Play safe. Wie kann der denn 0-3 gehen? Ich meine, dass ich 3-0 gehe. Ich bin ein krasser Mensch. Aber wie kann man denn mit Darius 0-3 gehen? Also bitte. Also bitte. Ich meine aber klar, das sind genau die Leute, die nämlich hier hinten Gegner chasen. Genau die Leute sind es nämlich, die 0-3 gehen. Na, da braucht man eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Ich bin unterwegs, Bro. Ich denke, ich gehe hier unten lang, ja. W als zweites Max oder Q? Ich denke W. Der ist so tot, Mann. Der ist so tot. Die Frage ist, ob... Ja, Autotech weg. Der ist tot, Flashbot rein, jetzt, da müssen wir raus. Ne, weil, Bro, erstmal geh weg, wenn der jetzt noch stirbt. Weil Darius ist 0-3, 0-4, der ist halt worthless. Mit, und Blitzcrank ist auch noch hier. Ich habe keine Ult, das macht einfach keinen Sinn. Ja, okay, die machen den Red Buff nicht, sonst hätte ich gedacht, okay, vielleicht kann er was machen. Wir können jetzt in der Mitte direkt wieder traden, glaube ich. Flashbot rein, ganz, ganz wichtig. Warte, bis der Sturm raus ist. Na, kennen wir. Na, eigentlich, ja... Ich komme halt nicht an ihn ran gerade. Wir könnten hier auf einen Minion springen. Autotech B. Autotech, wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Ah, die Idee war okay, aber ich glaube, wir kriegen ihn trotzdem. Habt ihr das Outplay gesehen? Autotech. Ich bin durch ihn... Also was? Ja, es war schon ein Outplay. Es war jetzt nicht krass, aber es war schon schön. Ich bin durch ihn durchgecued, als er seinen Sturm machen wollte. Was schreibt Darius? Flammt er mich? Second time I die because of help. Ja, ich würde sagen, second time I die oder you die because of retarded. Ne? Lassen wir aber einfach mal im Raum stehen. Protobelt ist fertig. Ich meine, warum ist er da oben? So, warum? Ist hier ein Teleport irgendwo? Das Problem ist, wenn ich da jetzt teleporte. Ah, shit, Alter. Vielleicht komme ich da hin. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen, bis Aatrox rankommt. Jetzt habe ich halt nichts mehr, ist das Problem. Oh, er hat ihn aber getroffen. Flashbot ist drin. Q, Autotech, B, E. Schön. Schön für Geld für mich. Mag ich. Na? Aber es ist halt echt, ich muss sagen, dieser Instant Mute auf Kane war godlike. Der war richtig gut, Leute. Dafür möchte ich definitiv gelobt werden. Der war wirklich godlike. Problem ist, Reis wird wahrscheinlich krasser werden als ein 6-0. Ich bin 6-0? Schön.
Wir haben gleich Ult. Problem ist, Dreier ist gerade weg. Das heißt, Xin ist in der Nähe und ich will lieber die Minions haben. Die sind jetzt ohne Scheiß mehr wert als Yasuo. Also. So, Botlane ist Action. Oh, Leute. Leute. Ich bin unterwegs. Xin kommt auch. Und Yasuo. Wobei Yasuo intet eh. Hier, Leute. Leute. Ich will jetzt noch nicht direkt alles verschwenden. Nur ein Slow. Irgendwas. Knocker. Nice. Sehr gut. Wir müssen jetzt schnell hier reinspringen. Wir machen mal den hier. Ja, schön. Schön. Das ist ja Free Elo hier. Jetzt ist halt echt ein schlechtes Game, um zu sagen, ob die W besser geworden ist oder nicht. Normalerweise müsste ich ab jetzt in den Titel schreiben, neuer Fizz, komplett broken, Challenger. Instant. 5 Minuten Challenger, Terrine. Das, die Wahrheit ist aber, ich glaube, also Fizz Winrate ist runtergegangen. Von 52% auf 47 und 48. Ich glaube, das ist wirklich horrible. Man muss halt berücksichtigen, der Yasuo ist genauso horrible wie die Fizz Winrate. Und wie der Darius. Aber irgendwann wird halt der größer sein. Und die W ist ausnahmsweise in diesem Matchup wirklich gut gewesen. Muss man einfach sagen. Die war wirklich gut. Ich denke, wir gehen, ich denke mal, wir machen das mal anders. Wir gehen mal so. Ne? Magic Pen ist auch geil, aber wir machen das mal so. Sorry, I'm Jungler, pushed for no reason. Ach, my Jungler, pushed for no reason. Das sind, er sucht die ganze Zeit nach irgendwelchen Ausreden und ich weiß nicht, was er will. Er soll einfach spielen. Schön. Ja. Aber hey, lass uns mal Vel'Koz. Das sind Supporter, ne? Vel'Koz Support ist das hier. Ne, lass uns mal Vel'Koz machen. Beste Idee in ganz Ugandanien. War wirklich die beste Idee, die ich je hatte. Die je gehattet worden war. Den können wir auch noch. Ich weiß nicht, aber wir machen es einfach mal. Ich glaube nicht, dass ich Damage dafür habe. Vor allem, weil er diese Kacke hier macht. Aber vielleicht können wir dann noch Counter engagen. Oh, schön. Da muss man sagen, war die neue W besser, weil wir sofort Damage haben. Wir sind so dick. Auf den müssen wir wirklich aufpassen. Ryze kann das Ding carryen. Also ihr könnt mir absolut gerne, ich bin ein Mensch, der sich sehr, sehr schnell festfährt. Ihr könnt mir absolut gerne sagen, was ihr von der W haltet. Aber nochmal zurück, warum ich so skeptisch bin. Riot hat gesagt, sie wollen, dass die W, dass du einen Burst hast. Schnell einen Burst. Nicht, dass du 3-2 Sekunden warten musst, sondern sofort Gas. Und das Problem, was ich sehe, ist, das hat einfach perfekt gepasst mit Fizz seiner Combo. Du hast die Ult gelernt, okay, du warst sehr ultabhängig, muss man sagen. Du hast die Ult gelandet. Dann ging das Siegel hoch. Du hast E und One-Shot. Du passt das ja mit dem auf dem Moment ab, wo die Ultimate hochkommt. Wo bin ich, Alter? Komm ich auch mal? Danke, das nehme ich an. Ich muss kurz auf meine E achten. Naja, also ich hätte jetzt hier für den Kill gehen können, aber... Lieber ich überlebe. Ja, der ist eh tot. Also, du hast es eh perfekt gemacht. Du willst dem Gegner ja kein Counterplay machen. Du machst ja nicht Ult und machst dann instant Damage drauf. Das machen nur Noobfist. Du wartest, bis der Fisch rauskommt und dann machst du den One-Shot. Machst deine E, Q, alles gleichzeitig, ne? Machst deine E kurz vorm Sprung, lässt dich fallen, WQ, bam, instant tot. Mit dem ausgelösten Supermark-Proc, was auch immer. Ja, und hast eine Todes-Damage-Kombo gehabt. Dreifacher W-Damage. Und jetzt hast du halt einfach Müll. Sag mir nicht, der ist rausgegangen. Ich hoffe nicht, weil ich bin 11-1. Die Ping gerade wie sauber. Ja, ich gehe jetzt da nicht hin. Vielleicht klaut er das einfach. Schön. Also für mich hat sich halt da nichts geändert, außer dass du im Early Game halt... Ja, du kannst traden, ohne dass du da irgendwie... Aber auf den Rides müssen wir echt aufpassen. Den muss ich fokussen. Ich hoffe, das Ding wiederkommt. Der Darius. Das wäre echt unglücklich, wenn das nicht tut. Ich meine, es wäre teilweise okay, weil er ist 0-5, aber dann feedet er nicht weiter, aber es wird halt hart. Es wird einfach hart. Was ich ja denke, ist, dass Fizz Bruiser Toplane wiederkommt. Na, der einzige Grund, warum Fizz Bruiser Toplane so gut war, war der Onnit Damage, den es damals gab. Und den gibt es jetzt wieder. Deswegen denke ich, dass, wir schreiben mal hier, wir schreiben gar nichts. Deswegen denke ich, dass Fizz vielleicht mit Trinity, mit Sunfire, mit Iceborne, mit
Rune King. Also nicht alles, sondern halt diesen Items ungefähr jetzt wieder stark werden wird. So, Lich Ban ist da. Sollte ich... Komm, Leute, das Game kann man nur mit einer Art und Weise carryen. Und zwar mit der... Mit der Magi-Schelle. Bisschen spät. Aber... Ich glaube, Magi war jetzt die schlechteste Entscheidung, die man treffen konnte. Weil wir halt nur zu 14 und da die Chance, dass ich sterbe, unglaublich. Okay, na, Moment. Ja, aber Magi ist so ein Item, das kaufe ich in letzter Zeit, vor allem auf Evelyn, immer dann, wenn ich sage, also ich muss jetzt Magi kaufen, ansonsten ist das Game eh nicht mehr carrybar. Das hier ist jetzt nicht unbedingt der Fall hier. Aber ich habe mich dann bei Evelyn erwischt, wie ich das einfach immer jedes Game gekauft habe, weil jedes Game einfach nicht carrybar war. Wir tun so, als würden wir hier hingehen. Und April, April. Naja, das sind einfach die Next Level Mechanics. Frage ist nur, ob wir hier Damage haben. Erstmal, ja, das ist okay. Jetzt springen wir rüber. Lass uns fallen. Immer ganz wichtig. Hat leider nicht geklappt. Rip. Muss hier raus. Aber ich hab Magi's. Können aber wieder rein. Oh, sechs. Ich muss wieder raus. Na, ich kann wieder drin bleiben. Sechs. Ah, wir haben ein paar Stacks gemacht. So, wir machen mal Lich Spain fertig. Na? Kommt aus Spanien gebürtig. Unterfamilie der Schienenprocker. Ich weiß, ich laber viel Müll, aber es tut mir leid. Ja, also wenn ihr Bock habt, könnten wir ja gerne mal, ich weiß ja nicht, ich glaube, Fizz wollen die meisten nicht unbedingt sehen, so generell, weiß ich nicht. Wobei Fizz schon, ja, ist eine Pest, aber er ist halt auch lustig. Also wenn ihr Bock habt, dass wir einfach mal Toplane Bruiser Fizz spielen, kann ich das gerne mal aufnehmen, könnt ihr mir gerne sagen. Ansonsten, das ist ein bisschen deep. Das ist ein bisschen sehr deep gewesen. Ja, gehen wir direkt wieder in die Base. Das ist auch der Grund, warum Fizz so räudig ist. Weil man einfach todeskrass mit dem Boys raut. So, er macht das Ding. Schafft er das, ist die Frage. Das wissen wir nicht. Ich habe Teleport. Okay. Darius ist auch nicht mehr da im Spiel. Also wortwörtlich. Der ist einfach nur am Farmen. Wir brauchen jetzt als nächstes... Eigentlich wäre Rabadon ziemlich gut, aber wir gehen auf... Stundenglas natürlich. Stundenglas ist super Core Fizz. Oh, wir haben schon 40% CDR. Hä? 10? Ach so. Ja, okay. Naja, es passt. Rice weiß ich nicht, ob wir den schaffen. Wir können es mal versuchen. Aber er ist halt auch 7-2. Wenn er kommt, dann engage ich auf ihn. Okay, er kommt nicht. Ist auf jeden Fall gefährlich. Und auch gegen Rice muss man sagen, ist die neue. Guten Tag. Einmal bitte deine Elo. Ist ein bisschen gefährlich. Er ist tot, jetzt muss ich nur noch raus. Leute, Backhorse, Bro. Bro. Lauf. Ah, tötet sie. Idee war okay. Ausführung war auch okay. Why I try to save you? Because I am 13-2. So. bisschen arrogant, aber... Hey, er wollte den Grund. Das Ding ist, wäre Vel'Koz direkt gekommen, er ist nach da oben gefischt, er wollte irgendwas warden. War auch nicht unbedingt sein Fehler, waren halt zwei unterschiedliche Gedanken. Ja, da kann man ihn nicht für blamen. Aber dann wäre das besser ausgegangen. Hätten wir sogar alle gekillt, glaube ich. Da hätten wir alle umgebracht, denke ich mal. Ich könnte teleporten, Frage ist, macht das Sinn? Für die Stacks, ja. Ich wette, das ist... Lol, Major Carry, das ist nicht der. Ich dachte, Major... Achso, Major Carry, ja, ADKs, Leute... ADKs geben immer auf. Ich wundert mich gar nicht, dass der Surrender Vote von einem ADK kommt. Ich glaube, es gibt viele ADKs unter euch, die mich wahrscheinlich, auch wenn sie immer noch meine Videos ab und zu schauen, hassen, weil ich ständig ADKs blame, aber ich meine, es tut mir leid, aber es spricht einfach dafür. Guckt euch das auch an. Ne? Er gibt nicht auf. Er geht raus. Er gibt auf. 4-3-8. Er war 4-2-8, was super gute Stats waren. Naja, 4-3-8, jetzt kann er sein Leben deinstallieren, keine Frage. Aber... Kann sein, dass ich gerade nichts gekauft habe. Kann sein. Ja, irgendwie machen wir gerade nichts. Wir haben ein gutes Team. Wir haben ein ziemlich gutes Team, muss ich sagen. Die haben halt Rice und die haben aber auch ein ziemlich gutes Team. Ah. Und die haben halt Yasuo. Und ich sage euch halt, der Yasuo ist halt 4-7, aber. Und ich habe ihn zerstört, aber er wird halt trotzdem im Late Game uns alle umbringen. Das kann man schon mal safe festhalten. So, wir müssen jetzt halt irgendwas machen. Da ist ein Free Kill. Das war gewollt! Kriegen wir den, ist die Frage. Das sieht gut aus. Schön. Stacks for me. Stacks for me. Stacks for me.
So, ich habe keine Ult. Wir haben super wenig Cooldown, Leute, hier. Er ist noch nicht mal auf Stufe 16, hat 43 Sekunden. Das geht dann noch locker auf 30 runter. Wir brauchen halt einen geilen Engage. Ja, wir haben halt keinen, der engagen kann. Ist das Problem. Außer ich. Das ist halt begrenzt. Das ist echt scheiße, wenn jemand engagen kann. Also Kane könnte so ein Flash-W machen. Ich kann eine Ult werfen. Das war's. Was ist denn hier los? So, der ist RIP. Da kommt was, Leute. Danger. Der hat... Ich habe das Gefühl, die Leute gucken einfach nicht auf ihre Map, Alter. Oder generell wissen sie nicht, was passiert. Ich muss halt ein bisschen aufpassen. Ich habe Major, ne? Das ist, das ist halt einfach RIP. Das Ding ist... wir brauchen den Ball. Ich weiß nicht, ob er tilted ist. Darius, we need you. We win super hard with you. Sage ich einfach mal. Weiß ich nicht. Ich will ihn einfach nur überzeugen, aber wir gewinnen auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass... Ich glaube, wir gewinnen. Ob wir super hart gewinnen, würde ich nicht sagen, aber... Ich meine, what? Hallo? Was ist denn mit... Ich weiß, er hat auch geschrieben, weil das jetzt gerade geschrieben wird, er hat die letzten 6 Spiele verloren. Ja, das hat er in der Champ Selection geschrieben. Den können wir chasen. Ich meine, warum, Alter? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Ey, also der, wenn er jetzt einfach mit uns spielen würde, könnten wir das... Ich meine, ich stehe 15-2. Wir könnten das Game locker gewinnen. Darius, it's okay if you are tilted. But, focus, group with us and get that free LP. Kostet mich Zeit, hier zu schreiben. Ist sinnlos vielleicht, aber vielleicht. Ne, ihr müsst das immer im richtigen Ton machen, Leute. Ne, jetzt hier Stopwatch mehr wert als dieses 1100er Gold-Item. 20 Stacks, da sind sie. Ich sage ja, das ist so ein Game, was nicht carrybar ist. Ja, deswegen brauche ich Majors. Unbedingt. Unbedingt. So, da war Swain. Wir haben halt Minip verloren. Das ist okay. Gar kein Ding. Hier muss man sagen, ist die W auch cool. Muss ich echt da sagen. Um Superman jetzt zu pushen. Aber ich glaube trotzdem, alles im Allem, ich glaube mit dem, das weiß ich nicht, gegen den normalen Matchup, ich will mal den fliegenden überraschenden Fisch. Ah, doch nicht, RIP. Ja, doch, der überraschende Fisch. Der überraschende, zerstörende Fisch. Protobelt, zack. Das ist halt traurig, dass der Yasuo gewinnen wird. Das ist a bit little traurig. Ich muss unbedingt Level 16 werden. Keiner wird mich fangen, außer Reis. Bro! Ich meine, er hat nicht mal Teleport. Ich weiß, Teleport wird genervt, aber auf der Toplane... Und ich meine, selbst wenn er keinen Teleport hat, das ist auch okay, aber dann komm halt. 4 Sekunden bis Ult, Leute. Bros, ich brauche jetzt hier einen Medic. Das ist jetzt schlecht. Meine Stacks sind auf jeden Fall weg. Later. Later, 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 later. Habe ich Darius gemutet? Nee, habe ich nicht. Wir können ihn mal muten hier. Ich habe nicht gesehen, dass er eine fucking Stopwatch hatte. Stopwatch ist... Alter, was macht... Okay, die enden. Könnt ihr mich drüber aufregen? Mache ich jetzt nicht. Aber ist schade. Ne? Sehr schade. Sehr, sehr schade. Ja, ihr könnt mir trotzdem gerne sagen, was ihr von Fizz haltet. Das war ein Rank, ne? Wir verlieren jetzt LP. Was ihr von Fizz, der wie haltet... Ich glaube trotzdem alle dem... dass er schlechter geworden ist. Yasuo war halt ein Noob, ich bin halt ein krasser Mensch. Ja, sagt mir doch gerne. Unglaublich. Unglaublich. Ja, ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag. Seht dazu, auf Wiedersehen und tschüss.